Was geht ab, Leute? Holt euch auf jeden Fall Popcorn und so ein Kram, Chips, was auch immer. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend jetzt. Ich habe hier einen aufstrebenden Künstler gefunden, der hier einen Song veröffentlicht hat. Das wollte ich euch nicht entgehen lassen. Also, das gibt euch. Sinan verlangt ein kleines Mädchen über FaceTime. Menschen, die so denken, dürfen nicht auf dieser Welt sein. Bei uns klärt man das mit Leuten eigentlich auf Late Night. Gehörst nicht zu uns und deswegen kriegst du Stage Time. Beim ersten Video haben wir uns nicht positioniert. Als alle drüber sprachen, haben wir nicht reagiert. Zu Beginn haben sich schon einige von dir distanziert und wurden öffentlich von abgefuckten Ratten boykottiert. Ja, einige Leute haben den auf jeden Fall boykottiert, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt irgendwie ist das in Vergessenheit geraten. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr stabil an dieser Stelle. Und also ich würde mir das an Sinans Stelle nicht gefallen lassen. Also ich weiß ja nicht. Ja? Aber der ist doch Künstler, oder? Der kann doch auch antworten in Diss-Tracks. Oder auf Diss-Tracks, würde man glauben. Nach den 11 Minuten, als die Bombe platzte hier im Netz, haben wir analysiert und die Lage eingeschätzt. Wir kommen zum Entschluss, dass ihr alle p***en seid. Ihr nehmt dieses Thema und macht daraus ein Hype. TikTok Platz 1 auf den Nacken der Kleinen. Wer ein Problem mit mir hat, kommt gerne vorbei. Ansage ist da. Ja, was du gesagt hast, ist wirklich krank und falsch. Egal wie lange es her ist, sowas kann man nicht verzeihen. Wir setzen uns für Kinder ein, doch nicht auf diese Art. Nicht für Klicks, nicht für Charts, nicht für Hits, nicht für das. Man hatte deine Videos angeschaut und den Humor geteilt. Jetzt überall Schlagzeilen am Kind aufgegeilt. Willst du Silber oder Blei, du bist Hildebrand im Brei. Bestimmt würde dir sogar beides gefallen. Egal wer in Deutschland jetzt gegen mich was sagt. Bei Kindern ist kein Spaß, hab nur Angst vor Allah. Mashallah, stark. Starker Song. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon hält, ob ihr auch den Song feiert. Schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei bei den Künstlern. Jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema, Leute. Ernsteren Thema. Und zwar geht es um die Diddy-Thematik. Ganz, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, holt euch Popcorn hin und her. Das ist nichts für schwache Nerven hier. Aber das ist die Realität leider. Es wird sehr gut zusammengefasst von einer TikTokerin, die sich Halal Fitna nennt, glaube ich, wenn das sie ist. Und ja, let's go. Boah, die Anklageschrift gegen Diddy ist so heftig. Achtung, das hier ist nichts für schwache Nerven. Okay, Diddy wurde verhaftet wegen drei Sachen. Erstens, er hat sein eigenes Unternehmen, Bad Boy Entertainment, benutzt, um kriminelle Dinge abzuziehen und diese zu vertuschen. Zweitens, er hat Menschen, darunter auch S-Arbeiter, für seine sogenannten Freak-Offs über Staatsgrenzen transportiert. Falls du nicht weißt, was Freak-Offs sind, dann schau in die Kommentare. Aber der Name sagt eigentlich schon alles. Und drittens, er soll Leute gezwungen haben, bei diesen Freak-Offs mitzumachen und dabei zuzusehen. Als ob das nicht genug wäre, hat er das Ganze auch noch gefilmt, um sie später damit erpressen zu können. Wenn jemand was gemacht hat, was Diddy nicht gepasst hat, hat er einfach gedroht, die Aufnahmen zu leaken. Wahnsinn, das ist so kalkuliert, so abgefuckt. Boah, Junge, Junge. Um wie viele Jahre das Ganze ging, ne? Darf man auch nicht hierbei vergessen, wie lange das Ganze ging. Das ist wahrscheinlich so viel, dass die kommen gar nicht mehr hinterher. Die Staatsanwaltschaft hat im März bei einer Razzia in Diddys Häusern richtig viele dieser Freak-Off-Tapes gefunden. Sie haben auch noch 1000 Flaschen Babyöl, alle möglichen Substanzen und Pew-Pews in seinen Häusern gefunden. Das Babyöl hat er anscheinend für seine Freak-Offs gebraucht und seine Assistentin musste das immer für ihn kaufen. Und die Substanzen hat er Leuten gegeben, damit sie bei den Freak-Offs in Stimmung kommen und tagelang durchhalten. Yep, du hast richtig gehört. Tagelang. Und es wird noch wilder. Diddy hatte ein ganzes Team von Leuten, die ihm bei allem geholfen haben. Seine Sicherheitsleute, Assistenten und... Es sind immer sehr, sehr viele involviert. Gell, merkt euch das. Das ist nie eine einzelne Person. Das ist immer ein ganzes Konstrukt, das zusammenhält. Merkt euch das. Und das nicht nur in Amerika. Und so weiter. Gegen die wird jetzt auch ermittelt. Zeugen haben gesagt, sie haben richtig Angst vor Diddy. Kein Wunder, wenn man hört, dass er eines seiner Opfer 54 Mal am Tag angerufen hat, nur damit diese Person ja nicht auspackt. Und was macht Diddy? Er plädiert auf nicht schuldig. Und er hat vorgeschlagen, einfach mal 50 Millionen Dollar zu zahlen, um freizukommen, inklusive seinem krassen Haus in Miami und dem Haus seiner Mutter. Yep. Diddy ist so verzweifelt, dass er sogar das Haus seiner Mutter anbietet, um auf Kaution freizukommen. Und er hat sogar vorgeschlagen... Er will direkt abhauen. Safe, der wollte sofort abhauen. ...einen GPS-Tracker zu tragen. Aber der Richter hat gesagt, nope, du bleibst hinter Gittern. Diddy sei ein Fluchtrisiko und eine Gefahr für die Allgemeinheit, so der Richter. Vor der Razzia im März verklagte der Producer Lil Rod Diddy, weil Diddy ihn gezwungen haben soll, mit anderen Männern an seinen Freak-Offs teilzunehmen und zuzuschauen. Auch Diddys Ex Cassie verklagte ihn und warf Diddy unter anderem dasselbe vor. Im Mai wurden Aufnahmen von einer Überwachungskamera im Hotel veröffentlicht, wo man sieht, wie Diddy Cassie hinterherrennt, weil sie ihn verlassen will und dann auf sie losgeht.
Kifi D hat immer wieder über Diddy gesagt, dass Diddy ihn angeheuert haben soll, um Tupac. Hip-Hop-Fans munkeln schon seit den 90ern, dass Diddy was damit zu tun haben könnte. Aber bis jetzt ist nie etwas passiert, weil Diddy zu viel Geld, Macht und Einfluss hat. Das ist nämlich der springende Punkt, ne? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Gelder geflossen sind, damit da wirklich Ruhe ist, damit nicht irgendjemand auspackt. Also da wurde alles Erdenkliche getan, um irgendwie die Sachen zu vertuschen. Das muss jedem klar sein. Das sind sehr, sehr ekelhafte, böse Menschen mit sehr viel Geld und sehr viel Macht. Ja, also Geld gleich Macht. Und er ist eine Person, die jeder kennt und hat verdammt viel Einfluss in diesen Jahren gesammelt. Verdammt viel Einfluss. Und die ganzen Leute haben ihn gefeiert bis zum geht nicht mehr. Ja, und die Musik war nicht schlecht, egal ob man es dreht oder wendet. Er ist ein Megastar gewesen. Hatte. Und es könnte ja auch sein, dass Kifi die lügt. Aber nach den ganzen Klagen gegen Diddy seit letztem Jahr hat sich alles geändert. Das US-Heimatschutzministerium hat Razzien in all seinen Häusern durchgeführt. Und wie es aussieht, wird Diddy für eine richtig lange Zeit hinter Gittern landen. Wie es ausgehen wird, keine Ahnung. Ich denke mal, dass es einfach zu viel wurde. Da hat sich das mit den falschen Leuten verscherzt, glaube ich. Und dann haben die gesagt, ey, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Hat wahrscheinlich an irgendeinen falschen Typ ans Bein gepinkelt. Oder an irgendeiner Frau. Ne? Hat mit irgendjemand sich das verscherzt. Deswegen ist es alles explodiert und da wird auch kein Pardon mehr gemacht. Und ich denke, da wird noch eine Menge rauskommen. Ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisberges, weil es ist meistens so bei so Sachen. Wenn man denkt, wow, das war doch schon das Schlimme, dann kommen noch viel mehr Sachen. Noch viel mehr Leute. Dieser Prozess wird sehr lange dauern, aber ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Diese Frau hat Diddys Untergang eingeleitet. Und wie sie das gemacht hat, ist einfach nur genial. Aber bevor ich dir das verrate, lass mich kurz zurückspulen. Weißt du, wer Diddy fast genauso sehr hasst wie Cassie? Ryan Leslie. Ryan Leslie ist Songwriter und Producer, hat schon für Britney Spears und Beyoncé gearbeitet. Der Typ hat aber auch Cassie entdeckt und war total verknallt in sie. Sie war sein Baby. Also schreibt und produziert Ryan für Cassie den Hit Me and You. 2006 war der überall. Ihr Debütalbum? Mega Erfolg. Und jetzt wird's wild. Ryan bringt Cassie zu seinem Boss. Rate mal, wer das ist. Diddy höchstpersönlich. Ryan vertraut Diddy, stellt ihm Cassie vor, weil er weiß, dass Diddys Label Bad Boy Records zu diesem Zeitpunkt eins der heißesten Hip-Hop-Labels ist und Cassie alle Türen öffnen kann. By the way, Ryan hat nicht nur Musik mit Cassie gemacht, er hat sie auch gedatet. Cassie ist 19, als sie Diddy kennenlernt und er 37. Diddy nimmt Cassie nicht nur bei seinem Musiklabel Bad Boy Records unter Vertrag. Während Cassie noch mit Ryan zusammen ist, tauchen plötzlich immer öfter solche Fotos von ihr und Diddy auf. Es dauerte nicht lange, bis klar war, Diddy ist jetzt mit Cassie zusammen. Er hat sie Ryan ausgespannt. Mhm. Cassies zweites Album wird angekündigt. Diddy sagt, Ryan ist nicht mehr dabei. Der Grund, Cassie soll auch mit anderen Producern zusammenarbeiten. Aber nein, nein. Diddy wollte Cassie einfach nur für sich haben und kontrollieren. Ihr zweites Album, das kam nie raus. Stattdessen fängt Diddy an, Cassies Karriere und ihr gesamtes Leben zu ruinieren. Diddy zwingt Cassie zu S-Punkt-Punkt mit anderen Männern, während er zuguckt. Er geht immer wieder auf sie los, sogar vor seinen Sicherheitsleuten, seinen Assistenten. Keiner schreitet ein aufgrund von P. Diddy's Status und weil sie Angst haben oder weil sie sich's einfach nicht mit ihm verscherzen wollen. Er setzt sie unter Substanzen, damit sie seine Taten erträgt, bei seinen Freak-Offs in Stimmung ist und länger durchhält. Er drängt sie dazu, ihre Kirschen vergrößern zu lassen, ist mit dem Ergebnis unzufrieden und zwingt sie, sie am nächsten Tag direkt wieder entfernen und neu machen zu lassen. Er sagt ihr, sie muss sich die Hälfte ihrer Haare abrasieren. Er kontrolliert jeden Aspekt ihres Lebens, Wahnsinn. Sogar ihre Arztbesuche. Während Cassies gesamter Karriere und ihrer Zeit mit Diddy gibt es so viele Fotos, auf denen sie entweder blaue Flecken im Gesicht oder am Körper hat. Die Anzeichen, was Diddy ihr angetan hat, waren immer da. Diddy und Cassie sollen zwischen 2005 und 2000... Es haben so viele Leute geschwiegen, weil die einfach Angst um ihr eigenes Leben hatten. Wenn du auch gerne meine Videos regelmäßig schaust, dann würde ich dich sehr darum bitten, weil vieles vergessen, einmal zu kommentieren, zu abonnieren, ganz wichtig, um den Kanal zu unterstützen. Dankeschön und viel Spaß weiter mit dem Video. 2018 eine On-Off-Beziehung geführt haben. Während einer Off-Phase kommen Cassie und Kid Cudi sich näher. Diddy erfährt davon und erzählt Cassie, dass er Kid Cudis Auto in die Luft wird. Und guess what? Genau das passiert kurz darauf. Kid Cudi selbst hat das bestätigt. 2018 schafft Cassie es, sich endlich von Diddy zu lösen. Fast forward zu 2023. Sie verklagt Diddy. Es gibt eine 35 Seiten lange Anklageschrift und die fängt direkt mit einer Triggerwarnung an. Diddys erste Reaktion? Alles fake. Aber innerhalb eines Tages... Eine Sache haben diese ganzen Leute gemeinsam, die so Dreck am Steck haben. Die sagen, es ist alles fake.
Alles eine Verschwörung. Und am Ende, ich bin auch neu in diesem ganzen Mist-Thema, gell? Also Mist. Aber irgendwie haben viele Sachen immer eine Gemeinsamkeit. Alle streiten erstmal alles sofort ab und äußern sich erst, wenn das fast am Überlaufen ist, wo es fast jeder mitbekommt. Es ist immer das Gleiche irgendwie. Eines Tages einigt er sich außergerichtlich mit ihr. Er soll ihr eine 8-stellige Summe gezahlt haben. Didi geht also innerhalb von 24 Stunden Cassys Forderungen nach. Warum? Weil er doch so unschuldig ist. Warum dann nicht vor Gericht kämpfen? Viele werfen Cassie vor, dass es ihr nur ums Geld geht, weil sie einer außergerichtlichen Einigung zustimmt. Aber ihr checkt nicht. Cassie bleibt nicht nur ein emotional anstrengender Prozess erspart, wo sie nochmal mit allen Traumata konfrontiert wird. Sie hat Didi auch exposed und die Büchse der Pandora geöffnet, indem sie alles an die Öffentlichkeit brachte. Denn nach Cassies Klage haben sehr viele weitere Frauen gegen Didi ausgesagt. Der Producer Lil Rod hat Didi ebenfalls verklagt und bestätigt, dass diese kranken Freak-Off-Partys, die in Cassies Klage erwähnt werden, wirklich passiert sind. CNN hat ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Didi in einem Hotelflur Cassie hinterherrennt, als sie gehen möchte und dann auf sie losgeht. Das US-Heimatschutzministerium hat Razzien in allen Häusern von Didi durchgeführt. Er wurde jetzt verhaftet und angeklagt. Und Cassie ist sicher raus aus der ganzen Nummer. Denn bis heute hört man, dass Didis Ex-Frau Kim Porter ein Enthüllungsbuch über ihn rausbringen wollte. Und dann ist sie sehr plötzlich von uns gegangen. Und wenn Cassie jetzt plötzlich etwas zustoßen würde, wir alle wissen, wo wir als erstes hinschauen würden. Oh ja, was für eine kranke Welt. Kim Porters Enthüllungsbuch über Didi ist draußen? Seit längerem wird vermutet, dass Didi was damit zu tun hatte, dass seine Ex Kim Porter 2018 plötzlich von uns gegangen ist. Sie war gerade mal 47, offiziell hieß es war eine Lungenentzündung. Aber viele Leute, und ich meine wirklich viele, haben das schon immer etwas seltsam gefunden. Weißt du, sie war fit, sie war jung. Und dann gab es noch ein Enthüllungsbuch über Didi, das sie wohl rausbringen wollte. Und jetzt ist dieses Buch draußen, Kim's Lost Words. By the way, falls dich interessiert, wieso so viele sicher sind, dass Didi was mit Kims plötzlichem Verschwinden zu tun hatte, check unbedingt meine Wiedergabeliste PDD Exposed oben in meinem Profil ab. Dieses Buch hat 60 Seiten, es soll eine Sammlung ihrer Tagebücher sein und angeblich haben ihre Freunde das geleakt. Zufällig jetzt, wo Didi verhaftet wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich Kims Tagebücher sind oder ob jemand nicht einfach versucht, Profit aus der Situation zu schlagen. Weil das Timing ist ja schon verdächtig. Aber der Teil, der alle schockt, in diesem Buch soll Kim darüber... Einer muss erstmal die Eier haben, ne? Oder die Eierstöcke haben, um hier irgendwie erstmal auszupacken. Cassie, ne? In diesem Falle. Und danach, Step by Step, kommen immer Leute, weil die sehen, es fruchtet, es funktioniert. Einer muss sich trauen, ne? Einer muss sich erstmal trauen, seinen Mund aufzumachen. Weil man hat ja wahrscheinlich Gerüchte und alles Mögliche davor auch schon gehört, was mit diesen ganzen Leuten geschehen ist, die irgendwie probiert haben, gegen ihn vorzugehen, weil jegliche Versuche gescheitert sind. Und, die Leute von uns gegangen sind auf die ein oder andere tragische, zufällige Weise. Ne? Einfach ganz zufällig sind die von uns gegangen. Lungenentzündung, keine Ahnung was, ganz eigenartig, ganz zufällig. Kann ich schon sehr gut verstehen, dass die Leute da wirklich im Mund halten. Boah. Eine sehr starke Frau auf jeden Fall, die Cassie. Respekt. Darüber sprechen, wie sie Tapes Wahnsinn. Von Didis Freak-Off-Partys gefunden hat und Kopien davon erstellt hat. Es ist auch die Rede von einem Tape von Didi mit einem damals 18-jährigen Popstar, der später zum Megastar wurde. Und die Leute vermuten, dass damit Justin Bieber gemeint ist. Leute kramen jetzt auch wieder alte Videos von Didi und Justin Bieber raus, wo sie zusammen abhängen. Justin Bieber war extrem jung und unschuldig, als er in die Branche kam. Wenn ich mich richtig erinnere, war er 12 oder so, als er Fame wurde. Und eigentlich muss man dann komplett gucken, welche Karrieren der komplett auf die Beine gestellt hat oder wen er da geholfen hat. Dann weiß man schon, wer eventuell da zu Schaden gekommen ist, ne? Und das nicht zu knapp. Boah. Dann hing er plötzlich mit Didi und all diesen älteren Stars rum. Und schon zu diesen Zeiten waren Didis Partys berüchtigt. Und dann gibt es ein Video, wo Didi darüber scherzt, dass ein damals 14-jähriger Justin Bieber ohne Aufsicht eines Erwachsenen jetzt 48 Stunden mit ihm verbringen wird und sie nicht verraten dürfen, was sie machen. Damals fanden das alle süß, aber mit allem, was wir jetzt wissen, ist das ein wenig sus. Selbst wenn es keine Freak-Offs und S-Punkt-Punkt auf Didis Partys gab, ein 14-Jähriger sollte nicht mit Erwachsenen feiern und nicht diesem Lifestyle ausgesetzt werden. Das nächste, was wir wissen also, dass Justin immer wieder auf Partys ist, auch auf Didis Partys. Ich will mir das gar nicht vorstellen, Alter. Aber es ist die Realität, liebe Leute, ne? Da dürfen wir nicht die Augen verschließen, wie bei vielen anderen Dingen, die halt auf dieser Erde geschehen. Man darf nicht die Augen verschließen, man darf spekulieren, man darf jemanden nicht direkt verurteilen. Natürlich, es herrscht die Unschuldsvermutung, aber in diesem Fall von Didi, gell? Krass.
Das ist sehr, sehr verrückt, Alter, was der Mann in diesen ganzen Jahren gemacht hat. Dieses Monster. Und wenn wir uns an die Klage von Lil Rod erinnern, der meint... Bevor wir hier reingehen, switchen wir kurz rüber zu Ben Bugatti, denn der hat auch ein Video gemacht über Justin Bieber. Dann haben wir eine perfekte Einleitung und danach kommen wir zum neuesten Video auch von Ben Bugatti. So. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and... Und ich habe dieses Thema schon durchgekaut, gell? Denk nicht, ich habe erst damit jetzt angefangen. Ich habe das schon vorher thematisiert, leider ist das Video werbeunfreundlich geworden. Weil dieses Thema, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Das ist eine Realität. In den Staaten ist das ganz normal, aber in Deutschland wird komischerweise alles irgendwie geclaimed und alles wird, ja, alles wird hier nicht grün geschaltet, sobald es dieses Thema hat zum Beispiel. Aber das, ey, das ist ein Thema, das muss behandelt werden. Ich weiß nicht, warum YouTube jetzt so komisch darum macht. Ich versuche es, wie gesagt, erneut. Ich hoffe, dieses Video wird erscheinen. Everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. Vor 4 Jahren gab Justin Bieber ein Interview, in dem er in Tränen ausbrach und sagte, dass es sehr schwer war, als Kind in der Musikbranche klarzukommen. In diesem Interview sprach er nicht direkt über eine bestimmte Person. Doch seitdem begannen die Leute, Justins Karriere genauer zu durchleuchten und sich zu fragen, was ihm wohl über die Jahre widerfahren ist. Da nun bekannt wurde, dass Diddy hinter den Kulissen sehr viele fragwürdige Dinge getan haben soll, glauben viele, dass auch Justin eines der Opfer von Diddy gewesen sein könnte. Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Falls es nicht schon raus ist, ich tue das gerne mit euch alles abarbeiten. Ich bin auch nicht komplett im Bilde und auf den aktuellsten Stand, aber denkt ihr... Falls es noch nicht raus ist, dass er auch zu Schaden gekommen ist, der Justin. Doch stimmen diese ganzen Gerüchte? Das werden wir uns heute genauer anschauen. Justin Bieber wurde am 1. März 1994 in Kanada geboren und seine Mutter war gerade mal 18 Jahre alt, als er auf die Welt kam. Seine Eltern trennten sich, als Justin gerade mal 10 Monate alt war, sodass seine Mutter ihn alleine großzog. Durch seine Mutter kam Justin schon früh in den Kontakt mit Künstlern wie beispielsweise Michael Jackson oder Usher und entwickelte eine Leidenschaft für Musik. Er begann zu singen und zu tanzen. Und da kein Geld für Musikunterricht da war, brachte er sich selber bei, Instrumente wie Schlagzeug oder Klavier zu spielen. Um sein Talent zu fördern, organisierte seine Mutter ihm mehrere kleine Auftritte an Schulen und in Kirchen und meldete ihn bei Gesangswettbewerben an, bei denen er immer gut abschnitt. Diese Auftritte nahm seine Mutter auf und lud die Videos regelmäßig bei YouTube hoch, wodurch Justin sich... Ich mag diese Underdog-Geschichten, diese Leute, die einfach arm waren, nichts hatten und dann irgendwie Komplettes gerissen haben. Ich mag das einfach, diese Geschichten, wirklich. Aber das hier hat anscheinend ein sehr tragisches, eine Tragödie, ne? Noch einen faden Beigeschmack. Boah. Eine kleine Fanbase aufbauen konnte. Durch die YouTube-Videos wurde im Jahre 2007 Scooter Brown, der damalige Marketingdirektor des Labels So-So Def, auf Justin aufmerksam. Er fuhr zu einer Schule, an der Justin auftrat, und bot ihm an, ihn mit nach Atlanta zu nehmen, um dort ein Demotape aufzunehmen und ihn mit der Musikszene zu connecten. Justins Mutter zögerte zunächst, aber nach einigen Gesprächen überzeugte Scooter Brown sie, sodass Justin im Alter von gerade mal 13 Jahren für einige Monate nach Atlanta zog. Dort war er zum ersten Mal in professionellen Studios und lernte Musikgrößen kennen, die sofort sein Talent erkannten und ihn unter Vertrag nehmen wollten. Darunter auch Justin Timberlake, dessen Vertrag Justin fast unterschrieben hätte. Da Scooter Brown allerdings wusste, dass Justin Bieber ein Ausnahmetalent war, versuchte er, Justin weiter an sich zu binden und arrangierte ein Treffen mit Justins damaligen Idol Usher. Scooter spielte Usher einige Demos von Justin vor und überzeugte ihn davon, dass Justin Bieber das nächste große Ding sein würde. So gründeten Scooter Brown und Usher im Jahre 2008 das Label Raymond Brown Media Group, nur für Justin Bieber. Und krass. Da Justin, wie erwähnt, ein sehr großer Fan von Usher war, unterschrieb er natürlich sofort bei dem Label. Bis heute ist Justin vertraglich an Usher und Scooter gebunden. Und das Label erzielt jedes Jahr Millionenumsätze. Obwohl Justin der einzige Künstler auf dem Label ist. Im Jahre 2009 zog Justin dann endgültig nach Atlanta, um täglich an seiner Musik zu arbeiten und wurde innerhalb wenigen Monaten zu einem Megastar. Er begann mit vielen Stars zusammenzuarbeiten, darunter auch Diddy, der nach eigenen Angaben im November... Ich sag euch, diese ganze Story um Diddy hier, das wird Amerika noch viel mehr erschüttern, als wir gerade, glaube ich, denken. Das wird ein richtig ekelhaftes Ende nehmen, so habe ich das im Gefühl. 2009 für 48 Stunden das Sorgerecht für Justin hatte
um mit ihm ein wenig Party zu machen. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 Hours with Diddy. Where we hanging out and what we doing? We can't really disclose. I have been given custody of him, you know, and we gonna go full, buck full crazy. Let's just go get some girls. Lass uns einfach ein paar Mädels schnappen und abhängen. Eieieiei, ich hoffe wirklich, da ist nichts geschehen. Junge, Junge. Man after my heart, that's what I'm talking about. Wie ekelhaft das aussieht, gell, im Nachhinein, wenn man das nochmal so sieht. Was so über den rausgekommen ist und dann so den Jungen da zu sehen, wow. Dieses Video sollte eigentlich dazu dienen, Justins Album zu promoten. Und bis heute ist unklar, ob sie wirklich 48 Stunden miteinander verbracht haben. Doch es ist mehr als fragwürdig, dass ein 25 Jahre älterer Mann mit einem gerade mal 15-jährigen Jungen 48 Stunden verbringt und mit ihm feiern möchte. Und so begannen dann auch die Gerüchte. Feiern. Denn laut der Sängerin Jaggerow Wright waren Justin Timberlake und Usher nicht die einzigen, die Justin unter Vertrag haben wollten. Sie sagte vor kurzem in einem Interview, dass auch Diddy Justin unbedingt unter Vertrag haben wollte. Jedoch habe das Management abgelehnt, bis Usher Justin unter Vertrag nahm. Diejenigen unter euch, die den ersten Teil der Geheimnisse von Diddy gesehen haben, wissen, dass Usher im Alter von 15 Jahren im sogenannten Puffy Flavor Camp von Diddy war, wo er ein Jahr zusammen mit den 10 Jahre älteren Diddy lebte. Laut Ushers Aussage war dies die schlimmste Zeit seines Lebens. Doch laut Jaggerow Wright: Ich schwör's euch, da bin ich lieber ein armer Schlucker, als sowas durchmachen zu müssen. Wahnsinn, Wahnsinn. Soll Usher Justin Bieber dennoch ebenfalls im Alter von 15 Jahren zu Diddy geschickt haben, sodass Diddy sich auch an Justin vergreifen konnte. Diddy had been trying to get to Bieber for a minute, but it wasn't until Usher took over management and gave temporary guardianship to the diddler for 48 hours. Auch nach langer Recherche konnte ich nichts finden, das die Aussagen von Jaggerow Wright beweisen könnte. Und ich muss an dieser Stelle erwähnen, ich hoffe, dass es nicht stimmt, dass manche Behauptungen von ihr einfach unglaublich klingen. Sie behauptet unter anderem, Diddy habe Freak of Tapes, in dem Justin Bieber mit zahlreichen Stars zu sehen war, im Darknet für 500 Millionen Dollar verkauft. Was? Okay, das ist wirklich eine sehr, sehr so verrückt, dass man wieder das glauben könnte. Und ja, boah, Junge. Seine Gerichtskosten zu bezahlen. The last freak off tape that just got sold on the darknet went for 500 million. Bro, 500 Millionen. Sind ja ganz verrückte Leute damit drinne dann. Wenn das wirklich Menschen bezahlt haben dafür, dann sind das ganz verrückte Menschen, die sehr, sehr viel Einfluss haben, wohlgemerkt. It had multiple stars in it. Nicki Minaj, Rihanna, Chris Brown, Justin Bieber, Drake. Wow. And he just sold that footage. Auch wenn solche Aussagen wahnsinnig klingen, glauben ihr sehr viele Menschen, weswegen sich die Gerüchte weiterhin verbreiten. Doch ob ihre Aussagen... Man kann niemanden mehr hören. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, nach dieser Gerichtsverhandlung, wenn dann sehr viele Dinge rauskommen, ich glaube, dann kann man nichts mehr hören, Leute. Das war's dann. Sagen nun stimmen oder nicht. Es ist schon wirklich seltsam, dass Usher überhaupt Justin zu Diddy geschickt hat. Denn Usher sagte selber einmal in einem Interview, er sei damals viel zu jung gewesen, um Diddys Lebensstil überhaupt zu verstehen. Und er würde niemals sein Kind zu Diddy schicken. Kurz gesagt, Diddy ist kein gutes Umfeld für einen Teenager. Und dann tut er Justin im selben Alter das gleiche an? I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? Nur ein Jahr nach dem eben erwähnten Video von Diddy und Justin erschien ein neues Video von den beiden. Diesmal auf Diddys Kanal. In diesem Video fragte Diddy, warum sich Justin nicht mehr bei ihm melde und warum sie nicht mehr zusammen abhängen. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. You never really got my number, so. Right. Okay. Number? Da Diddy zu diesem Zeitpunkt 41 und Justin gerade mal 16 Jahre alt war und wir heute wissen, was für ein Freak Diddy sein soll, sind Aussagen wie, warum feiern wir nicht zusammen, natürlich mehr als ekelhaft und sorgten dafür, dass die Gerüchteküche weiter brodelte. Aus diesem Grund waren die beiden scheinbar immer seltener gemeinsam zu sehen, bis Justin endlich 21 Jahre alt wurde. Weil Real Talk, ja, was würde ein Künstler beispielsweise wie Justin Bieber anderes wollen, als mit einem Superstar abzuhängen und gesehen zu werden? Versteht ihr, was ich meine? So,
aus diesem Blickwinkel ist es schon sehr eigenartig, dass der Junge sich so verhält, weil man hat ja gesehen, wie seine Augen geleuchtet haben, so, wisst ihr, wie ich meine? Mit ihnen abzuhängen, mit ihnen 48 Stunden zu verbringen. Ja, Fragen über Fragen. Und offiziell in den USA Alkohol trinken durfte. Und dreimal dürft ihr raten, wer um 0 Uhr mit ihnen angestoßen hat. Richtig, Diddy. Justin trank um 0 Uhr gemeinsam mit Diddy seinen ersten legalen Drink. Ab diesem Zeitpunkt waren die beiden häufiger auf Party gemeinsam zu sehen. Und es tauchten immer wieder Videos auf, die mit dem heutigen Wissen sehr unvorteilhaft aussehen. Im Jahre 2016 erschien beispielsweise ein Video, in dem Diddy einen sichtlich angetrunkenen Justin eine Bad Boy Jacke überreicht, um ihn für Promozwecke auszunutzen. Ein Jahr später tauchte eines der bekanntesten Videos auf, das Justin Bieber bei einer angeblichen Diddy-Party zeigen soll. Oh. In dem Video steht der Footballspieler Odell Beckham Jr. vor Justin Bieber. Und das komplette Video sieht sehr komisch aus. Diese Aufnahmen sorgten für die Entstehung von Videos mit Titeln wie beispielsweise Justin Bieber is dating Odell Beckham, die Millionen von Klicks generierten und das Gerücht weiter befeuerten. Doch wie so oft wurde auch dieses Video geschnitten. Das Video wurde nicht mal bei einer Diddy-Party gefilmt, denn mit ein wenig Recherche findet man schnell die originalen Aufnahmen, in denen zu sehen ist, dass Justin in einem der größten Clubs in Miami mit Stars und hunderten Fans feierte. Der Club hatte mehrere Ebenen. Und Odell nahm einen Schluck von seiner Wasserflasche und wollte sie dann abstellen, während Justin sich umdrehte. So schnell entstehen Gerüchte, die massenhaft Klicks generieren. Krass, okay. Über die Jahre hinweg trafen Justin und Diddy immer wieder aufeinander. Im Jahre 2021 gab es beispielsweise eine Aufnahme, in der Diddy Justin etwas ins Ohr flüsterte. Diese Aufnahme wurde dann nach Diddys Verhaftung so interpretiert, dass Diddy Justin nach einem Abhörgerät abtastete. Und auch wenn Justin im Video nicht gerade begeistert aussieht, veröffentlichten die beiden gerade erst im letzten Jahr einen gemeinsamen Song namens Moments, als wäre nie etwas vorgefallen. Seit Diddys Verhaftung gab es bis heute kein offizielles Statement von Justin Bieber. Denn nur einen Monat vor Diddys Verhaftung kam Justins erstes Kind zur Welt. Und laut Insider möchte er sein neugeborenes Familienglück nicht durch die negativen Schlagzeilen von Diddy beeinträchtigen lassen. Doch ich bin mir sicher, dass Justin früher oder später Stellung beziehen muss. Auch wenn ich glaube, dass er auf die Gerüchte, sollten sie nun stimmen oder nicht, niemals ausführlich eingehen wird. Junge, Junge, harter Tobak hier. Jetzt geht's hier weiter. Ja, dass es auf Diddys Partys immer sehr viele Substanzen gibt und dass man immer auf Substanzen quasi ist und dann auch hemmungsloser wird. Justin hat in den letzten Jahren oft über seine Sucht gesprochen. Erinnerst du dich, als er mit Hailey zusammenkam, gab es voll viele Fotos, auf denen er weint. Mittlerweile hat er seinen Weg zurück zu Gott gefunden, aber er hatte viele emotionale Zusammenbrüche. Es wirkte so, als würde er versuchen, sich von all den dunklen Erfahrungen zu befreien. Kurzer Einschub, weil ich war schon fertig mit Schneiden. Ich habe mich gefragt, wenn Diddy das alles wirklich Justin angetan hat, wieso war Justin erst letztes Jahr auf Diddys neuem Album drauf? Kann mir das einer erklären von euch? Mittlerweile hat Justin es geschafft, sich ein komplett neues Leben mit Hailey aufzubauen. Er hat sich komplett aus der Industrie zurückgezogen, ist vor kurzem auch Papa geworden. Aber für mich bleibt Justin Bieber immer ein Opfer dieser Industrie. Er wird nach wie vor, wenn da irgendwas im Raum steht oder erwähnt wird, da werden sehr, sehr viele Leute vorgeladen werden vor Gericht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das wird nicht dabei bleiben, dass der nichts dazu sagen wird. Der wird hundertprozentig da ausgefragt. Und wenn jeder irgendwas auspackt, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass er nichts sagen wird, wenn da was gewesen ist. Hollywood hat ihn fast. Deshalb wird er mir auch immer leid tun. Ich habe übrigens auch schon Videos zu Justins Beziehung mit Diddy, aber auch Justins Beziehung mit Usher gemacht. Auch diese findet ihr in meiner Wiedergabeliste PDD Exposed. Da sind sowieso alle Horrorgeschichten über Diddy drin. Hoffentlich findet Justin Bieber eines Tages die Kraft, über alles, was ihm in Hollywood widerfahren ist, zu reden. Es gibt keinen Star, über den man seit den 90ern so viele düstere Geschichten hört. Und erst jetzt, nach 30 Jahren, kommt sein Downfall. Was denkt ihr, was in diesen 30 Jahren alles geschehen ist? Wie gesagt, das werden die niemals alles aufarbeiten können. Ich kann mir das kaum vorstellen, weil da Leute wahrscheinlich auch schon von uns gegangen sind, denen er Unrecht angetan hat. Ja? Sehr viele Sachen werden verborgen oder im Fragezeichen versinken, weil die das nicht beweisen können. Aber ich denke trotzdem definitiv, dieses Mal ist es vorbei. Dieses Mal. Es sind einfach zu viele Leute, die gegen den was sagen. Irgendwas wird ihn da catchen. Für irgendwas werden die ihn da dran kriegen, 100%.
Seit Jahrzehnten flüstert man, dass Diddy Biggie auf dem Gewissen hat. Und pass auf, damals in den 90ern wollte Biggie wohl Diddys Label Bad Boy Records verlassen. Kurz danach, wir alle wissen, was mit Biggie passiert ist. Seit den 90ern gibt es auch immer wieder Andeutungen, dass Diddy auch in Tupacs verwickelt war. 1994, zwei Jahre bevor... Was hat er nicht gemacht? Was hat dieser Typ nicht gemacht? Bevor er von uns ging, betritt Tupac ein New Yorker Studio, will sich mit Diddy und Biggie treffen und dann, boom, wird er in der Lobby überfallen und fünfmal... Pac sagt später in einem Interview, dass er sicher ist, dass Diddy dahinter steckt. Kifidi, oh, der bei der Aktion, die Pac das Leben kostete, im Auto saß, sagt seit Jahren, dass Diddy ihn beauftragt hat und ihm 1 Million dafür gezahlt hat. Eminem hat das mit Diddy und Tupac übrigens auch bestätigt. Viele glauben auch, dass Diddy was damit zu tun hatte, dass seine Ex Kim Porter 2018 plötzlich von uns gegangen ist. Sie war 47, offiziell hieß es war eine Lungenentzündung. Kim kannte Diddy, seit er in den 90ern als Praktikant bei Uptown Records angefangen hat. Sie war über 2 Jahrzehnte mit ihm zusammen. Und es heißt, dass sie ein Enthüllungsbuch über Diddy rausbringen wollte, weil sie ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht hat wie Cassie. Es ist fast unheimlich, wie viele Menschen aus Diddys Umfeld plötzlich auf mysteriöse Weise verschwinden. Alte Labelkollegen aus seiner Zeit bei Uptown Records, die angeblich alle etwas über Diddy veröffentlichen wollten und dann puff, plötzlich von uns gegangen oder im Koma. Während Diddy was mit J-Lo am Laufen hatte, hatte Kimball was mit dem Def Jam Manager Shakir Stewart. Und sehr, sehr viele Leute hätten jetzt gedacht oder gesagt, wenn das nicht rausgekommen wäre alles, gell, beispielsweise Verschwörungstheorien und ach, diese Schwurbler und was, wie die die nicht alle betiteln, bis die ganze Sache dann ans Licht kommt. Und dann sagen die Leute, naja, woher soll man das wissen? Kann ja keiner wissen. Ja, das soll aber jedem eine Lehre sein. Ganz ehrlich, das soll jedem eine Lehre sein, mal genauer hinzugucken. Und wenn so Gerüchte im Raum sind, natürlich nicht direkt mit dem Finger zu zeigen und Leute zu verurteilen. Aber ganz wichtig ist hierbei, nicht einfach sagen, ach, stimmt nicht, ach, nein. Es ist nicht so. Versteht ihr, was ich meine? Sagt nicht ja und nicht nein. Man muss da wirklich vorsichtig sein, finde ich jedenfalls, sehr vorsichtig sein. Aber man sollte auch dann nicht das ignorieren. Ne? Man sollte diese Dinge nicht ignorieren. Man sieht, wie krass groß es ist. Umso mehr Geld und Einfluss die Leute haben, umso ekelhafter wird es. Diddy war wohl rasend und dann ist plötzlich auch Shakir Stewart von uns gegangen. Wenn wir gerade bei Jennifer Lopez sind, 1999 kam es zu einem Vorfall in einem Club, bei dem 3 Menschen verletzt wurden. Laut Augenzeugen war es auch Diddy, der in dieser Nacht die Pew Pew zog und mitverantwortlich für das Chaos war. Jennifer Lopez soll diese Pew Pew in ihrer Tasche für ihn versteckt haben. Aber rate mal, wer dafür ins Gefängnis musste. Nicht Diddy, nein, nein. Shine, Diddys damaliger Schützling, der an dem Abend auch anwesend war. Und das meine ich. Glaub mir, was ich euch sage, es haben da sehr viele Menschen mitgespielt. Wie gesagt, er ist sehr einflussreich. Er hatte sehr, sehr viel Geld. Ne? Dürft ihr hierbei nicht vergessen. Für den ist vielleicht, keine Ahnung, 100.000 wie 1.000 Euro gewesen. Wie viel der eingespielt hat im Jahr, das ist Wahnsinn. Mit seinen ganzen Konstrukten und was hast du nicht gesehen? Das ist unfassbar. Und dieser Mensch hatte sehr viele Leute in der Tasche. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch, ne, Richter in der Tasche hatte und die da ordentlich bestochen hat und Sachen gedreht und gewendet hat. Auch, dass er wahrscheinlich Geld bekommen hat dafür, dass er da einwandert. 9 Jahre. Man musste für 9 Jahre hinter... Soweit habe ich es nämlich mitbekommen, ja. Gittern. Und Diddy wurde freigesprochen. Fast alle Signings von Diddy haben ihre Musikkarriere beendet und ihr Leben der Religion gewidmet. Mace verließ Bad Boy Records am Höhepunkt seiner Karriere und wurde Pastor. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Überlegt mal ganz kurz. Wer macht sowas? Was muss ihm widerfahren sein, dass er direkt so einen Change macht? Das ist wirklich krass. Wow. Shine ist während seiner Haftzeit zum Judentum konvertiert und Loon konvertierte zum Islam, nachdem er... Mashallah. Immer Bad Boy Records verließ. Wenn man damals Diddy's Show Making the Band geguckt hat, weiß man, wie er seine Künstler behandelt. Diddy hat ja auch die Band Danity Kane gegründet und Ex-Mitglied Aubrey O'Day spricht seit Jahren darüber, was für ein Tyrann Diddy ist und wie er seine Künstler ausbeutet. Sie wirft Diddy nicht nur M-Brauch am Arbeitsplatz vor. Würdet ihr in eurer Spitze der Karriere einfach aufhören? Würdet ihr das machen? Mal ernst, gerne nur so. Ich frage für einen Freund. Ich würde das definitiv nicht machen. Niemals. Vor, sondern auch, dass Diddy alle Rechte an der Musik seiner Künstler hat, dass die Künstler so gut wie keinen Cent an ihrer eigenen Musik verdienen und dass alles in Diddys Taschen fließt. Diese Vorwürfe wurden unter anderem auch schon von 50 Cent und Mace bestätigt. Und dann noch das Interview von Usher, der mit 14 Jahren bei Diddy zu Hause gewohnt hat und was er da alles in Diddys sogenanntem Flavor Camp gesehen hat. Du willst es nicht wissen. Diddy war damals Ushers Mentor und in diesem Interview meinte Usher, dass er seine eigenen Kinder niemals mit Diddy leben lassen würde. Bah. Ne? Das ist schon sehr aussagekräftig. Als Usher dann Justin Biebers Mentor wurde, durfte Justin Bieber mit 14 Jahren 48 Stunden mit Diddy verbringen. 30 Jahre lang schien Diddy mit allem davon zu kommen,
bis Cassie im November 2023 ihre Klage gegen ihn einreichte. Falls euch diese ganzen Geschichten, die ich gerade erzählt habe, im Detail interessieren, dann checkt doch meine Wieder... Die denkt sich bestimmt, die hat sich safe gedacht, hätte ich das schon viel früher gemacht, hat diese Cassie sich bestimmt gedacht, was die alles mitgemacht hat, wow. Wiedergabeliste PDD Exposed oben in meinem Profil ab. Da sind sehr viele Videos drin, wo ich all diese Geschichten nochmal ausführlicher aufarbeite. Es gibt eine Menge Leute, die Diddy exposen und mit sich in den Abgrund reißen könnte, weil die ganze Industrie war cool mit ihm. Ihr checkt nicht, wie big Diddy in den 90s und 2000ern war. Wirklich jeder, der Rang und Namen hat, ja, war schon mal auf einer Diddy Party. Aber es gab Diddy Partys und es gab Diddy Freak-Off Partys. Das sind zwei verschiedene Dinge. Bei den Freak-Off-Partys lief was anderes ab als bei den normalen Partys. Und jetzt frage ich mich, selbst wenn manche Stars nicht auf diesen speziellen Partys waren und es waren safe nicht alle Stars dort, die müssen doch trotzdem gewusst haben, wie Diddy tickt und was er so treibt, oder? Definitiv, aber ich denke, keiner wollte sich wirklich mit ihnen anlegen. Weil die gesehen haben und gehört haben, was alles mit den Leuten geschehen ist oder geschehen wird. Wenn die Leute anfangen, wirklich da Tacheles zu reden, dann ist es einer gegen alle. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gelesen, dass Usher nach Diddys Verhaftung 7000 Tweets gelöscht hat. Er meinte, er wurde gehackt, aber wer hackt deinen Account und löscht einfach so viele Tweets? Ist normalerweise klar. Posten Hacker komische Sachen oder so, aber Tweets löschen? Diddy war Ushers Mentor. Usher hat sogar, als er 13 war, bei Diddy gelebt und meinte, dass er da sehr verrückte Dinge erlebt hat. Jay-Z und Diddy sind richtig eng. Die waren so oft zusammen zu sehen, auf Partys, Events, Awardshows. Die sind Bros. Die Kardashians waren auch sehr oft auf Diddys Partys. Guckt euch diese Fotos einfach mal kurz an und wie alt manche davon sind. Ganze Hollywood ist am Arsch, ich sag's euch. Hollywood ist richtig wie Maima. Boah. Eventuell wird auch Diddy probieren, seinen Arsch zu retten, wenn es nicht mehr geht und wird so viele Leute mit sich reißen. Wenn dann das wirklich rauskommt, ich sag euch, dann ist... komplette Eskalation. Wer weiß, was dieser Mann alles noch im Kopf hat? Wer weiß, was der alles noch weiß? Boah. Und hier sind einfach Paris Hilton und Kim. Chloe hat in ihrer Weil er wird sich vielleicht dann denken, ey, guck mal, jetzt ist jeder gegen mich. Egal, ich reiße jeden mit mir noch mit runter. Und dann wird es sehr krass. Boah. Show sogar mal erzählt, dass sie auf einer Party von Diddy war und die Hälfte der Leute dort ohne Klamotten rumgelaufen ist. Die Verbindung zwischen den Kardashians und Diddy ist sowieso voll wild. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht. Checkt einfach meine Wiedergabeliste PDD Exposed oben in meinem Profil ab. All diese CEOs treten plötzlich zurück und man fragt sich natürlich, hängt das mit Diddys Verhaftung zusammen? Naomi Campbell war mit Diddy befreundet, Ashton Kutcher. Auch zu dieser Freundschaft habe ich schon ein ausführliches Video gemacht. Alles in meiner Wiedergabeliste. Jeder, der sich jetzt der Rang und Name hat, der sich irgendwie mit denen gezeigt hat, ist natürlich jetzt unter Verdacht. Ja, und das verständlich. PDD Exposed. Jennifer Lopez war in den 90ern mit Diddy zusammen. Was weiß sie? Neben Usher wurde Neo in einer Klage gegen Diddy erwähnt. Die Ex-Danity Kane-Sängerin Dawn Richard behauptet, dass Diddy einmal vor Usher und Neo auf Cassie losgegangen ist und beide nichts unternommen haben. Ich finde es sehr seltsam, wie Oprah immer mit den größten Monstern der Industrie befreundet ist. Das ist auch so ein Bild. Das ist so ein Bild für sich, Alter. Boah. Junge, Junge. Das ist so verrückt. Diese Welt ist so verrückt, so krank. Nicht normal. Mit jedem von denen findest du ein Foto von ihr, wo sie daneben steht und strahlt und sich sichtlich wohlfühlt. Clive Davis ist maßgeblich für den Aufstieg von Diddy in der Industrie verantwortlich. Er war Mitbegründer von Diddys Label Bad Boy Records und Diddys Mentor. Dann Ellen DeGeneres. Mentor. Diddy war mehrmals in ihrer Show. Die beiden sind in Beverly Hills quasi Nachbarn. Und in der Show hat man auch voll oft gemerkt, dass sie Insider haben und sich voll gut verstehen. Aber noch viele mehr Leute. French Montana, Trey Songz, T.I., Cuba Gooding Jr., DJ Khaled, Meek Mill, Kevin Hart. Ist euch aufgefallen, wie ruhig Hollywood seit Diddys Verhaftung ist? Keiner seiner Freunde äußert sich. Und jetzt wissen wir ja, dass Diddy die Stars, die auf seinen Freak-Off-Partys waren, heimlich gefilmt hat und das Material dann genutzt hat, um sie zu erpressen. Und man fragt sich, wer ist als nächstes dran? Glaubst du, Diddy wird einen dieser Menschen exposen? Die werden alle noch rauskommen. Das wird alles noch exposed, denke ich. Wow. Wow. 50 Cent ist seit der Verhaftung von Diddy auffällig ruhig. Und ich bin euch ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst, weil ganz Hollywood schweigt momentan. Diddys engsten Freunde äußern sich nicht zu ihm. Und wir wissen, immer wenn es einen PDD-Skandal gab, 50 Cent hat sofort gepostet. Und wenn er jetzt schweigt, weil er auch auf einer dieser freaky Partys war, dann verliere ich echt komplett den Glauben an Rapper und Stars, weil 50 war für mich immer einer der realsten und stabilsten in diesem...
Ja, und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich glaube, der ist einer der wenigen, die vielleicht sehr abgefuckte Sachen gemacht haben. Okay, straßenmäßig, aber ich denke nicht, dass er so ein Freak ist. Oder sagen wir mal so, ich hoffe. Ich kenne ihn ja nicht. Ich weiß es nicht. Aber er soll auch eine Netflix-Serie jetzt machen über diese Geschichte mit Diddy. Und das finde ich sehr, sehr gut. Den einzigen, den ich noch höre, ist 50 Cent. Das war's. Mehr kannst du nicht hören. Endgame. Aber Friends, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil... Es ist jetzt wirklich offiziell. 50 Cent hat sich mit Netflix zusammengetan und die bringen eine Doku über Diddy raus. Baba-Typ. 50, brutaler Typ. Und das Krasse ist, diese Doku enthält die letzten Jahrzehnte aus Diddys Leben und nicht nur Schlagzeilen und... Ich sag euch noch eine andere Sache, ja. Es ist nur eine Vermutung. Aber ich denke, dass 50 Cent sehr, sehr viele andere Leute genau Bescheid wussten, was da genau abgeht. Ganz gut Bescheid wussten und sich einen weggelacht haben, wenn beispielsweise irgendeine Kleinigkeit rausgekommen ist über irgendjemand, der es auf krass getan hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man jedes Mal mit dem Kopf nur geschüttelt hat und gedacht hat, ach du Scheiße. Dieser Typ mit denen, der hat es denen rausgebracht, hat den, war auf seiner Party und die sprechen bestimmt untereinander alle. So, das kommt auch eh alles raus, diese ganze Gerüchte, Küche der Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Unter diesen Leuten, die halt das nötige Kleingeld haben. Und die sehr gut wussten, was da alles abging und vielleicht noch mehr wissen, als aktuell jeder weiß. Ich denke, die wissen noch mehr. Und deswegen bin ich auch auf diese Netflix-Serie sehr gespannt. Werde ich mir reinziehen. Clips, die wir bis jetzt kennen. Also heißt, wir werden da nicht nur Sachen sehen, die wir hier die ganze Zeit auf TikTok sehen, die ganze Zeit viral gehen. Und ich bin dick gespannt, was die uns da noch zeigen. Ja. Und ich denke, dass das wirklich offiziell ist, weil 50 hat diese Info auch selbst gepostet. Und er hatte dazu geschrieben, ich habe euch gesagt, dass ich an so einer Doku arbeite. Ich war noch nie auf einer von Diddys Freaky Partys. Und er hat die Doku natürlich auch hiermit angekündigt. Mittlerweile hat er diese Post wieder gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber da sehr viele Seiten darüber berichtet haben und er das auch selber gepostet hat, können wir davon ausgehen, wir kriegen diese Doku. Berichten zufolge haben die auch schon mit der Produktion begonnen. Deshalb teilt dieses Video mit euren Freunden, die es auch nicht erwarten können. Kann es sein, dass Kendricks neuer Song über Diddy ist und er wusste, dass er verhaftet wird? Kendrick droppt am 12. September Watch the Party Die und 4 Tage später, bam, Diddy wird verhaftet. Zufall? Ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, sag ja, ich denke, dass das sehr, sehr viele wussten. Sehr viele Leute wussten sehr viele Insider-Sachen. Wer liebt Partys mehr als Diddy, wenn man sich die Lyrics von Watch... Ich würde sehr gerne wissen, was so sein... Der muss irgendeine Scheiße gebaut haben. Weil, guck mal, 30 Jahre geht es gut oder wie lange das auch immer gemacht hat, gell? Irgendeinen großen Fehler muss er gemacht haben. So, dass die Leute das nicht mehr so hingenommen haben. Ich denke, dass genug Gelder geflossen sind. Das war nie das Problem, denke ich, bei Diddy. Ich glaube, er hat mit irgendjemand sich das verscherzt. Das ist meistens so. Und ja, Cassie hat am Ende das Stein zum Rollen gebracht, klar. Aber es wurde auch in der Vergangenheit immer weggesehen. Ne? Da sind sehr viele Kandidaten aufgetaucht, die immer wieder das gesagt haben, die für verrückt erklärt wurden. Dürfte ich hierbei nicht vergessen. Deswegen frage ich mich einfach nur, warum jetzt? Warum wird ihr jetzt geglaubt? Weil ich denke, dass diese Frau sehr viel Angst hatte die ganzen Jahre, das auszupacken, weil man hat ja gesehen, was mit den anderen passiert ist. Deswegen hat sie wahrscheinlich die ganze Zeit nichts gesagt und das so hingenommen. Und sie hat schon unzählige Male versucht, sich davon zu befreien, aber das ging nicht. Habt ihr ja auch gesehen. Hotelzimmer hin und her. Welcher normale Mensch bleibt dann noch bei so einem Menschen? The Party Die anschaut, macht plötzlich alles Sinn. Kendrick rappt, I think it's time to watch the party die, als hätte er schon gewusst, was passieren wird. Es ist Zeit, dass die Party stirbt. Diese Party, auf der seit Jahren so viele verrückte Dinge passieren. Zu verrückt, um es überhaupt zu entschuldigen. This is, done got too wicked to apologize. Viel zu schrecklich für Entschuldigungen. Diddy wurde unter anderem wegen M&S-Handel verhaftet. Wenn du nicht weißt, was das ist, guck in die Kommentare. Und Leute sagen, er hat auch Menschen zu seinen Freak-Offs gezwungen. Kendrick rappt dann weiter, wir müssen diese Leute aufhalten. Vor allem Leute, die bereit sind, unschuldige Menschen zu... Diddy wird seit den 90ern nachgesagt, dass er dafür verantwortlich ist, dass Tupac und Biggie von uns gegangen sind. Und dann war da noch seine Ex Kim Porter, die auch plötzlich von uns gegangen ist. It's all love, but tough love. Einer von Diddys vielen Spitznamen ist Love oder Brother Love. Kendrick sagt auch, the flashy with nasty decisions, using money as a backbone. Übersetzt, der Typ, der immer in der Öffentlichkeit glänzt, aber eklige Entscheidungen trifft und sein vieles Geld dafür einsetzt, mit allem davon zu kommen. Wie viele Horrorgeschichten haben wir seit... Was sage ich euch?
Leute mit viel Geld sind sehr gefährlich, weil sie sehr viel Einfluss haben. Die können sehr viele Menschen bestechen ohne Probleme und die Leute halten auch ihren Mund. Und wenn nicht, dann sind sie nicht mehr unter uns. Seit den 90ern schon über Diddy gehört und bisher schien er mit allem davon zu kommen, weil er einfach so viel Geld und Macht hatte. Er rappt, die Kinder leben morgen, denn heute ist die Party gestorben. Das ist richtig krass, weil Diddy wird oft als Jeffrey Epstein des Hip-Hop bezeichnet. Beide haben diese freaky Partys organisiert, wo Stars, CEOs und Politiker hingingen. Und was haben sie gemacht? Heimlich gefilmt, um die Leute später erpressen zu können. Genau deswegen wurde Diddy auch verhaftet. Er hat sein Label Bad Boy Entertainment genutzt, um all das zu vertuschen. Habt ihr gesehen, wie viele CEOs nach Diddys Verhaftung plötzlich ihren Rücktritt erklärt haben? Plötzlich ist es ganz still in Hollywood. Niemand sagt ein Wort, nicht mal Diddys engste Freunde. Es fühlt sich an, als würden wir live zusehen, wie die Party stirbt und die ganze Industrie zerfällt. Kendricks Song ist wie ein Aufruf an uns alle. So auf, hey, das hier läuft total schief in der Industrie. Er macht das für Hip-Hop, für die... Wenn das halt dann Leute sagen und Kendrick Lamars Sachen gehört haben, dann werden die natürlich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, weil die dann das da damit verbinden oder sonstiges, ne? Und am Ende, ihr seht ja selber, wow. Die Culture und für Puck. Kendrick hasst Diddy am meisten, weil er liebt Puck am meisten. Erinnert ihr euch noch an No More Parties in L.A.? Kendrick war auf diesen Track mit Kanye. Und jetzt, mit allem, was wir wissen, bekommt der Song plötzlich eine ganz andere Bedeutung, oder? Kendrick weiß einfach zu viel. Er ist tief drin in dieser Industrie. Er kennt die Wahrheit. Und dann geht momentan dieses ältere Foto von Kendrick wieder viral. Der Typ neben Kendrick ist Roberto Monticello. Ich muss das jetzt umschreiben. Er hat eine Doku über M-Handel mit sehr jungen Menschen, sehr, 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 sehr jungen Menschen rausgebracht, falls ihr checkt, was ich meine. Das Hauptthema der Doku sind also PDF-Files. Und was hat Kendrick Drake nochmal vorgeworfen? Wieso ziehen alle Usher und Justin Bieber in die Sache mit P. Diddy rein? Ich erklär's dir. Usher war erst 13, als er seinen ersten großen Plattenvertrag bekommen hat, mitten in der Pubertät, Stimmbruch inklusive. Sein Labelboss L.A. Reid wollte ihn sogar schon wieder loswerden, weil der Plan war, Usher zu dem R&B-Star mit der Engelstimme zu machen. Usher war total verzweifelt und flehte L.A. Reid an, ihn nicht fallen zu lassen. L.A. Reid schickte Usher daraufhin zu Diddy, damals der Mann im Musikbusiness, der aus jedem einen Star machen konnte. Also wurde Diddy zu Usher. Müsst ihr euch mal vorstellen, gell? Da ist einfach dieser Typ, der P. Diddy heißt und der jeden zu einem Star machen kann. Und dann werdet ihr dem vorgestellt und eventuell zu der Wahl gestellt. Macht da mit bei diesen Freakshow-Dinger hier, Partys, und du wirst ein Star. Dann haben die mitgemacht, weil die im wahren Sinn des Wortes ihr Arsch verkauft haben. Und dann wurden die mit diesem Tape erpresst und haben gesagt, hör mal zu, wenn du was sagst, bist du am Arsch. Nicht nur so am Arsch, sondern auch anders am Arsch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ushers Mentor. Usher war wie gesagt 13 und Diddy damals 22. Usher wurde Teil von Diddys sogenanntem Flavor Camp. Oh ja, das klingt genauso crazy, wie es ist. In dieser Zeit hat er sogar bei Diddy zu Hause gelebt. Und jetzt wird's richtig wild. Usher hat später erzählt, dass er dort Dinge erlebt hat, die ein 13-Jähriger eigentlich nicht erleben sollte und dem Lifestyle ausgesetzt war. Einmal hat er gesagt, dass er beim Öffnen der Tür plötzlich mehrere Leute mitten bei, du weißt schon, was erwischt hat, dass er oft die Nächte durchgemacht hat und als letzter schlafen gegangen ist. Und Usher hat gesagt, dass er seine eigenen Kids niemals in Diddy's Flavor Camp schicken würde. Seitdem gibt es Spekulationen. Flavor Camp? Dass sie mal den Flavor spüren und schmecken oder was? Boah. Dass Diddy Usher etwas angetan hat. Und der Grund, wieso Leute so krass überzeugt sind, dass es stimmt, ist dieses Video. In diesem Video erzählt Diddy vor laufenden Kameras, dass er und Usher früher zusammen aufgewacht sind und sich dann um Cornflakes gestritten haben. Er sagt auch, dass Usher damals 10 war, das heißt, Diddy war zu diesem Zeitpunkt 19. Dann scheint er zu checken, was er da gerade Komisches von sich gegeben hat, weil wieso streitet ein 19-Jähriger mit einem 10-Jährigen um Cornflakes und meint so, pause. Und Kevin Hart in dem Video so, what? Das ist seltsam, Mann. Und Diddy packt dann Kevin Hart und führt ihn weg. Über Diddy gibt es schon seit Jahren. Ja, Kevin Hart ist wohl nicht nur in Hollywood hart. Jahren Gerüchte, dass er nicht nur auf Frauen stehen soll, womit wir jetzt zu Justin Bieber kommen. Justin Bieber war gerade mal 14 Jahre alt, als Scooter Braun ihn entdeckte und sowohl Usher als auch Justin Timberlake wollten ihn signen. Justin entschied sich, wie wir wissen, für Usher. Usher wurde also Justin Biebers Mentor und Usher, der meinte, er würde seine eigenen Kids niemals mit Diddy leben lassen, ließ dann aber zu, dass ein 14-jähriger Justin Bieber 48 Stunden mit Diddy verbrachte. Diddy meinte in diesem Video, dass es der Traum jedes 14-Jährigen wäre, Zeit mit ihm zu verbringen, dass sie coole Dinge zusammen machen werden, dass sie aber nicht verraten können, was genau. Ein paar Jahre später trafen die beiden wieder aufeinander und Diddy beschwerte sich, warum Justin ihn nie zurückruft. Und viele sind der Meinung, dass Justin sich während dieser Begegnung extrem unwohl fühlt und stottert. Es ist kein Geheimnis, dass die Industrie extrem fragwürdig mit Justin Bieber umgegangen ist, als er noch ein Kind und unschuldig war.
In einem Interview hat er sogar geweint und meinte, dass er Billie Eilish vor dieser Industrie schützen möchte, damit sie ja nicht das durchmachen muss, was er alles durchmachen musste. Seit vielen Jahren gibt es auch Blind Items darüber, was Justin angeblich mit sowohl Diddy als auch Usher durchmachen musste. Es wird auch spekuliert, dass er deshalb irgendwann zu Gott gefunden hat und jetzt so fest an seinem Glauben festhält. Das Ding ist aber, Justin Bieber selbst hat all das noch nie bestätigt. Er hat sich noch nie gegen Diddy oder Usher ausgesprochen. Und auch Usher hat nie klar und deutlich gesagt, dass Diddy ihm irgendwas angetan hat. Das heißt, all das sind Spekulationen und wir wissen nicht, was genau zwischen den drei passiert ist. Ich habe schon Videos zu diesem Thema gemacht, aber da ich nach Diddys Verhaftung sehr oft gefragt wurde, ob ich die Beziehung der drei erklären kann, wollte ich nochmal ein zusammenfassendes Video für euch machen. Willst du noch mehr Horror-Stories über Diddy? Ja. Dann check unbedingt meine Wiedergabeliste PDD Exposed oben im... Haben wir doch schon. ...in meinem Profil ab. Stars, die uns vor Diddy gewarnt haben, schon lange vor seiner Verhaftung. Eminem rappte 2018 auf dem Song Killshot, dass Diddy die Person angeheuert hat, die Tupac 1996... Eminem hat Diddy schon ewig gedisst und immer wieder durchblicken lassen, dass Diddy kein guter Mensch ist. 50 Cent droppte 2006 seinen Diss-Track The Bomb gegen Diddy. Darauf rappt er, dass Diddy was damit zu tun hat, dass Biggie von uns gegangen ist. Es ging sogar so weit, dass 50 deshalb eine Petition gegen Diddy gestartet hat. Er sagte außerdem, dass Diddy jedem, der ihm nahe kommt, das Leben aussaugt, dass er sich unwohl in Diddys Nähe fühlt und dass Diddy 50 auf eine Shoppingtour ausführen wollte. Das fand 50 so creepy, dass er deshalb nie auf Diddys Partys geht. Und 2023 hat auch 50 gesagt, dass Diddy was mit Pucks zu tun hat. Tupac sagte 1995 in einem Interview, dass er Diddy für den Angriff auf ihn verantwortlich macht. 1994, zwei Jahre bevor er von uns ging, wurde Tupac in einem Studio in New York überfallen und fünfmal... Diesen Angriff hat er überlebt, aber ein Jahr später, 1996, ist er dann von uns gegangen. Keefy D, der Typ, der jetzt im Fokus steht, hat immer wieder gesagt, dass Diddy ihm 1 Million angeboten hat, um Tupac loszuwerden. Als Kanye vor ein paar Jahren seine Rants hatte, wie das alle genannt haben, hat er Nachrichten zwischen ihm und Diddy gepostet. Diddy wollte sich mit ihm treffen, fragte immer wieder nach einer Adresse, meinte auch so, keine Sorge, ich werde dir nichts tun. Und Kanye hat dann geantwortet, hau ab, du bist ein Fad. Also er meint damit, Diddy arbeitet mit den Behörden zusammen, um andere zu überwachen. Und Kanye hat auch... Das wundert mich nicht. ...auch gesagt, dass Corey Gamble bei der CIA sei. Und mit wem ist Corey Gamble connected? Yep, mit Diddy. Corey Gamble ist auch der Typ, der... Du kannst nicht einfach tun und lassen, was du willst. Die bekommen alles mit. Und wenn du nicht da im Einklang bist mit denen, deswegen habe ich ja gesagt, ich denke, dass sie irgendwas Falsches gemacht hat, was denen nicht gefallen hat. Ja, wo die einfach... ihn wahrscheinlich schon gewarnt haben und er dann gesagt hat, scheiß drauf, ich mach, was ich will, größenwahnsinnig, wie es bei den meisten Leuten so ist und dann passiert halt sowas, dass alles explodiert. Und vielleicht hat das ja Kerstin mitbekommen und hat dann die Gelegenheit einfach genutzt, ich weiß es nicht, aber kann sein, ich weiß es nicht. Der seit Jahren mit Kris Jenner zusammen ist, die übrigens auch eine sehr enge Freundin von Diddy ist. Er hat ganz am Anfang seiner Karriere für Diddy gearbeitet und Corey war zufällig an dem Tag im Haus von Diddys Ex Kim Porter, als sie von uns gegangen ist. Gibt mir voll die Gänsehaut, weil Kim war zu dem Zeitpunkt gar nicht mal mehr mit Diddy zusammen. Nachdem er für Diddy gearbeitet hat, wurde Corey übrigens Tourmanager von Justin Bieber. Und wir alle kennen ja die Gerüchte über Justin Bieber und Diddy. Oh, und dann Wendy Williams. Sie wurde 1998 von ihrem Radiosender gefeuert, nachdem sie in einer Sendung meinte, dass es sehr viele Rapper gibt, die heimlich auf Männer stehen. Sie hat später erzählt, dass Diddy dafür verantwortlich war, dass sie rausgeschmissen wurde, weil er nach der Show beim Sender angerufen hat. 2005 hat Wendy erzählt, dass die Girlgroup Total, die bei Diddys Label war, fast auf sie losgegangen ist. Und Wendy meinte... Diddy hat sie dazu angestiftet. 2015 sagte sie außerdem in einer Sendung, dass sie glaubt, dass Diddy Cassie kontrolliert und dass Cassie Angst vor Diddy hat, also schon Jahre vor Cassies Klage gegen Diddy. Wendy bezeichnete Diddy als Mogul, dem man nicht entkommen kann, weil er zu viel Geld und Macht hat. Und Diddys Musiklabel? Sowas dürfte nicht möglich sein, ich sag euch. So eine Ungerechtigkeit dürfte nicht möglich sein. Aber leider ist es allgegenwärtig, ja, das sollte jedem bewusst sein. Das ist so eine Scheiße, so eine Freakshow einfach existiert. Wahnsinn, dass sie da alle mitmachen. Wow. So viele Artists haben sich über ihn beschwert. Und damit meine ich die Behörden und so, ne? So wie Mace, der 3 Alben bei Bad Boy Records veröffentlicht hat und in den 90s Diddys Goldjunge war. Mace hat schon vor Jahren gesagt, dass Diddy ihn nie richtig bezahlt hat, dass Diddy alle Rechte an der Musik seiner Künstler hält und dass er sie ausbeutet. 2 Monate bevor Cassie Diddy verklagt hat, hat Diddy angekündigt, dass er seinen Künstlern die Rechte an ihrer Musik zurückgibt. Oh. Nicht nur 30 Jahre zu spät, sondern auch an Bedingungen geknüpft. Denn sie mussten ein NDA unterschreiben.
Alter, krass. Wow, wie der probiert hat, noch das sinkende Schiff hier irgendwie zu flicken und dann zu verlassen. Wow. Also ein Geheimhaltungsvertrag. Und damit wollte Didi sicherstellen, dass sie nichts über ihn ausplaudern, denn er wusste wahrscheinlich, dass diese Klage von Cassie auf ihn zukommt. Weißt du, wer sich auch schon seit Jahren gegen Didi stellt? Aubrey O'Day von Danity Kane, die er damals in seiner Show Making the Band gecastet hat. Sie wirft ihm schon seit Jahren Embrauch am Arbeitsplatz vor, sagt, dass er ein Tyrann ist, der total unberechenbar ist. Und dass Didi sie aus der Band gekickt hat, weil sie nicht bereit war, das zu tun, was er von ihr verlangt. Und das ist nicht auf die Musik bezogen. An 1999, der Vorfall im Club, bei dem 3 Menschen verletzt wurden. Augenzeugen sagten, es war Didi, der in dieser Nacht die Pew-Pew zog und ihr wisst schon. Aber Didi wurde freigesprochen, während sein damaliger Schützling Shine, der mit ihm im Club war, zu 9 Jahren Haft verurteilt wurde. Shine sagt bis heute, dass Didi sein Leben zerstört hat und ihm die Schuld in die Schuhe geschoben hat, damit er davonkommt. Cat Williams meinte, wenn Didi dich fragt, ob du auf seine Party kommen willst, musst du Nein sagen. Und über die beiden hier muss ich gar nicht erst anfangen, oder? Jay-Z sagte damals zu einer 16-jährigen Rihanna um 3 Uhr morgens, Zitat, es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie das hier endet. Entweder du unterschreibst den Vertrag und gehst durch die Tür, oder du fliegst aus dem Fenster und wir befinden uns im 29. Stock. Wow. Sein Name taucht immer wieder in Verbindung mit Didi auf und es gehen sehr viele Videos rum, dass Jay-Z sogar schlimmer als Didi sei. Wow, 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 wow. Boah, stellt euch mal vor, am Ende reißt Didi irgendwie den Jay-Z noch mit sich. Und der hat auch so viel am Stecken oder noch mehr. Boah, das wäre so freakhaft, das wäre so verrückt. Aber ey, was ist, alles ist möglich. I don't know. Und deshalb der nächste ist. Er und Didi sind super enge Freunde, schon seit den 90ern. Es gibt auf der ganzen... Also wenn das mit Menschen passiert, die zu viel Geld und Macht haben, dann will ich keinen müden Cent haben, sage ich euch ganz ehrlich. Dann will ich eine arme Kirschenmaus sein. Oh Gott. Mit nur 2 Leute, die Didi Sean nennen dürfen, das ist sein bürgerlicher Name, seine Mutter und Jay-Z. Genau wie bei Didi gibt es bei Jay-Z einige richtig dunkle Geschichten, die seit den 90ern kursieren. Hast du schon mal von Foxy Brown gehört? Sie war erst 15, als es hieß, dass sie was mit Jay-Z hat. Er war damals 23. Die beiden haben in den 90ern mehrere Songs zusammen gemacht, die schon ziemlich, sagen wir mal, eindeutig waren. Auf ihrem Song Let Him Know hat sie basically bestätigt, dass da was lief. Und obwohl Foxy Brown später sagte, dass da nichts lief, haben viele Stars wie Nas, 50 Cent, Wendy Williams und Damon Dash, Jay-Zs ehemaliger Geschäftspartner, gesagt, dass es doch anders war. Apropos Damon Dash, und damit kommen wir zu meinem Roman Empire. In den 90ern waren alle... Jetzt ist jeder irgendwie verdächtig, so der nicht etwas jetzt gegen Didi sagt und den Mund hält. 50 Cent ist so der Einzige, wo ich jetzt, also einer der wenigen, sagen wir es mal so, ich bin nicht so in dieser Thematik drin, aber wie wir gehört haben, der jetzt Netflix-Serie macht und der schon in der Vergangenheit gesagt hat, nee, ich war nicht in den Partys in der Vergangenheit da bei Didi und so weiter. Und die anderen, jeder Einzelne, der jetzt in der Vergangenheit mit ihnen so dicke war, steht jetzt unter Verdacht, da auch mehr als nur ein bisschen Dreck am Stecken zu haben, ob er Opfer oder Täter ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch Schlimmere gibt als er in seinem ganz nahen Umfeld. Der Typen in der Musikindustrie hinter Aaliyah her. Darunter auch Jay-Z, hier übrigens auch Jay-Z, Aaliyah, Didi. Damon Dash, der Mitbegründer von Jay-Zs Musiklabel Rockefeller Records, hat in Interviews oft erzählt, dass er und Jay-Z Aaliyahs Herz erobern wollten. Es wurde zum Wettkampf darum, wer von den beiden Aaliyah bekommt und Damon Dash meinte, dass Jay-Z richtig hartnäckig war. Aber Aaliyah hat sich für Damon Dash entschieden und rate mal, wer danach ziemlich salty war. Damon Dash war dann auch Aaliyahs Partner, bis sie 2001 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und seitdem gibt es Gerüchte, dass Beyoncé und Jay-Z was damit zu tun haben. Boah, wenn das noch rauskommen würde, oh Gott. Sind wirklich also nur diejenigen, bei denjenigen, bei denen man es jetzt sicher weiß, gell, die Dreck am Stecken haben, absolute Monster. Ich habe ein ausführliches Video zu diesem Thema gemacht. Checkt gerne meine Wiedergabeliste Jay-Z Exposed oben in meinem Profil ab. Viele Leute glauben, dass sie Aaliyah aus dem Weg räumen wollten, damit Beyoncé der Weg zur Queen of R&B und Soul geebnet wird. Denn bevor Aaliyah verunglückte, war sie die unangefochtene Princess of R&B. Und viele sehen bis heute Unstimmigkeiten, was diesen Flugzeugabsturz angeht. Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem Video, das ich schon... Ja doch, bei Jet Li, glaube ich, mitgemacht in dem Film The One. Früher noch. Ja, Aaliyah war auf jeden Fall ein Superstar. Schon darüber gemacht habe. Deshalb seht ihr auf jeden Fall auf TikTok gerade überall den She Knows Song von J. Cole und dazu immer Aufnahmen von Beyoncé und Jay-Z. Und deshalb verlieren Beyoncé und Jay-Z aktuell wohl auch Millionen von Followern. Der J. Cole Song hat, by the way, nichts mit Beyoncé oder Jay-Z zu tun.
Ich sag euch aber ehrlich, okay, Real Talk. Wenn die was Dreck am wenn die was damit zu tun haben oder auch Dreck am Stecken haben, sollen, möge wirklich der liebe Gott diese Leute, diese Menschen vernichten. Vernichten und ihr wahres Gesicht zeigen. Boah. Er wollte mit dem Song nur sagen, dass Aaliyah, Left Eye und Michael Jackson in einem richtig jungen Alter richtig Fame geworden sind und dann auf tragische Weise in einem sehr jungen Alter ihr Leben verloren haben. Der Song handelt davon, dass J. Cole seine Freundin betrogen hat und sie es weiß. Deshalb auch der Titel She Knows. J. Cole war das erste Signing auf Jay-Zs Label Rockefeller Records. Er ist also der letzte, der Jay-Z exposen würde. Das mit Beyoncé, Jay-Z und Aaliyah sind bis heute nur Spekulationen. Was aber Fakt ist, Jay-Z und Diddy waren beide mit R. Kelly befreundet und Jay-Z hat weiterhin Alben mit R. Merkt ihr aber diesen Zusammenhang? Nur mal so am Rande, gell? Die haben alle miteinander, die sind alle miteinander cool, weil die genau wissen, wenn der eine auspackt, ist der andere auch dran. Die schützen sich gegenseitig. Das ist nichts Neues, Leute, gell? Dieses Phänomen ist nichts Neues. Das gibt es in der kriminellen Ebene, die irgendwelche Dinger gedreht haben, die miteinander abhängen und die einfach sagen, hey, wenn du mich verrätst, verrate ich dich. Das ist sehr einfach und sehr easy eigentlich zu verstehen, Leute. Das ist einfach nur erbärmlich und schrecklich. R. Kelly rausgebracht, nachdem jedem bekannt war, was R. Kelly mit Aaliyah und mit vielen anderen Frauen abgezogen hat. R. Kelly hat Aaliyah geheiratet, als sie 15 und er 27 war. Um das machen zu können, hat er ihren Ausweis gefälscht und sie älter gemacht. R. Kelly wurde zu einer Haftzeit von 30 Jahren verurteilt, weil er ein PDF-File ist. Was wir über Jay-Z also safe sagen können, er ist ein Opportunist, der bereit ist, fragwürdige Dinge zu machen, um in seiner Karriere voranzukommen. Wie alle Millionäre und Milliardäre. Ja. Ich glaube, du wirst nicht so reich, wenn du nicht bereit bist, über ein paar Leichen zu gehen. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Es gibt wirklich sehr wenige Menschen, die da wirklich eine reine Weste haben. Sehr viele Leute sind einfach gezwungen worden, Dinge zu tun, die nicht konform sind mit unserer Gesellschaft. Ne? Und Jay-Z scheint sich öfter Frauen auszusuchen, die deutlich jünger als er sind. Beyoncé war laut eigener Aussage 18, als sie ihn kennengelernt hat. Aber wenn man nach Jay-Zs Interviews geht, war sie 17. Also noch eine Highschool-Schülerin und er war 29. Aber selbst wenn sie 18 war, das ist immer noch sehr jung, weil er war schon 30. Als Jay schon mit Beyoncé zusammen war, kamen Gerüchte auf, dass zwischen ihm und Rihanna was läuft. Rihanna wurde von Jay-Z unter Vertrag genommen, als sie 16 war. Er hat sie damals alleine aus Barbados eingeflogen und die beiden waren bis 3 Uhr nachts im Büro, um den Vertrag zu unterschreiben. Jay-Z war zu dem Zeitpunkt 34. Im Büro nachts alleine. 30 Jahre alt. Rihanna erzählte später, dass Jay zu ihr das gesagt hat, was ich euch am Anfang des Videos erzählt habe. Sowohl Beyoncé als auch Jay-Z haben beide schon öffentlich zugegeben, dass Jay-Z während ihrer Beziehung öfter betrogen hat. Und es ist auch bekannt, dass er mehrere uneheliche Kinder hat. Aber Friends, dieses Video wird zu lang. Ich muss einen zweiten Part machen. Für mehr Geschichten über Jay-Z, checkt doch gerne meine Wiedergabeliste Jay-Z Exposed oben in meinem Profil ab, weil ich habe schon ein paar Videos zu ihm gemacht. Das jüngste Opfer von Diddy. Und jetzt kommt's, Leute. Und jetzt kommt's. 9. Das jüngste Opfer war 9. 9. Und wenn das stimmen sollte, gell? Ich sag euch, wie es ist. Ich habe mit solchen Menschen keine Gnade. Und ihr könnt froh sein, alle miteinander. Ich kann selber froh sein, dass ich nichts generell in der Politik oder irgendwas zu sagen habe, weil ich glaube, ich wäre sehr radikal. Ich wäre sehr radikal. Ich bin froh, dass ich ein ganz normaler Bürger bin. Ich wäre ganz radikal. Ich glaube, ich würde ganz verrückte Sachen mit diesen Menschen machen. Ganz kurz und knapp, ohne großartig, da würde ich nicht lange drüber nachdenken. Die soll 9 Jahre alt gewesen sein. Das sagt der. Und wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, gell, geht zu einem 9-jährigen Kind und guckt diesem Kind in die Augen. Guckt diesem 9-jährigen unschuldigen Kind in die Augen. Und dann sagt mir nochmal, dass ich falsch liege. Das hat niemanden auf dieser Erde irgendwas getan. Es will nur spielen. Ist unschuldig. Und dann kommen diese Monster und machen diese Dinge mit diesen Menschen. Da ist bei mir ein Cut. Und da könnt ihr auch gerne sagen, ich liege falsch, ich bin ekelhaft. Es ist mir scheißegal. Das ist das. Was, das ist meine ehrliche Meinung. Der Anwalt Tony Busby, der jetzt 120 Leute vertritt, die auch Klagen gegen Diddy eingereicht haben. Und ihm zufolge sind diese 120 neuen Klagen nicht nur gegen Diddy gerichtet, sondern auch gegen andere Stars. Er meint, dass einige der Namen in diesen 120 Klagen uns schockieren werden und dass die betroffenen Leute ganz genau wissen, wer sie sind. Das Internet spekuliert ja schon die ganze Zeit, welche Stars da noch mit Diddy drin hängen und sich die Hände schmutzig gemacht haben. Wird Diddy seinen Mund aufmachen? Wird er uns eine Liste mit Namen zur Verfügung stellen? Die Listen mit Namen, die ihr hier
hier auf Social Media seht, sind Fake-Leute. Und so gut wie jeder Star war schon mal auf einer Diddy-Party. Das bedeutet aber nicht, dass sie bei den Freak-Offs waren und bei diesen unanständigen Sachen mit. Sagt mir aber auch, dass diese ganzen Leute davon Bescheid wussten und einfach nicht die Cojones hatten, um da irgendwas zu sagen. Das ist klar. Ich kann es dann aber auch nicht verübeln. Ich muss hier nicht auf Superhelden machen, dass ich sage, die haben keine Eier oder bla bla. Ihr müsst verstehen, denen ist klar gesagt worden, wenn ihr hier irgendwas sagt, gell, das war's mit euch. Mit eurer Karriere oder sonstiges, wir hängen euch irgendwas an. Ich kann mir viele, viele Dinge vorstellen, ne, dass die gesagt haben, dann war's es mit dir. Mit dir und dein Leben. Gemacht haben. Laut Tony Busby haben sich 3.285 Menschen bei ihm gemeldet, die Klage gegen Diddy einreichen wollten. Aus diesen hat er 120 ausgewählt, die er jetzt wirklich vertreten wird, und darunter sind 60 Männer und 60 Frauen. Und 25 von diesen 120 Personen sollen sehr, 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 sehr jung gewesen sein, als sie Diddy zum Opfer fielen. Darunter zum Beispiel auch ein Junge, der im Alter von 9 Jahren zu Diddys Label Bad Boy Records zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Bitte? 9 Jahre? Er wurde eingeladen? 9 Jahre alt? Boah, wenn du was dran ist, gell, möge dieser Mensch immer in der Hölle schmoren. Und dem laut Tony Busby versprochen wurde, dass er einen Plattenvertrag bei Diddy bekommt. Und während dieses Vorstellungsgesprächs soll Diddy diesen 9-Jährigen dann, ihr wisst schon, wenn nicht, guckt in die Kommentare, eine weitere Person soll, als sie 15 war, zu einer Party von Diddy eingeflogen worden sein und ihr soll dort dasselbe passiert sein wie dem Jungen. Als Diddy mit ihr fertig war, sollen dann auch andere Leute Sachen mit ihr gemacht haben. Tony Busby zufolge gab es immer ein Muster, und zwar, dass diesen Menschen Substanzen in die Getränke getan wurden, sodass sie einfach gar nicht gecheckt haben, was da vor sich geht und sich nicht wehren konnten. Tony Busby meint, er hat genug Beweise gegen Diddy, sodass er jetzt diese 120 Einzelklagen gegen ihn einreichen wird. Diese ganzen Vorfälle sollen sich übrigens von 1991 bis heute, also 2024, ereignet haben. P. Diddy ist wirklich am Ende, und falls ihr bei dem Thema nicht drin seid und euch immer noch fragt, was hat der Typ überhaupt gemacht, checkt einfach ein paar Videos von diesem ab. Ich habe so viele Videos zu ihm gemacht. Ich habe auch eine ganze Wiedergabeliste über P. Diddy. Es gibt einfach nichts, was der Typ nicht gemacht hat. Schaut gerne bei der Mädel vorbei, gell, wie gesagt. Oh, Junge, 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 Junge. Kommen wir zu dem neuesten Video von Ben Bugatti. Dann sind wir auch durch, Leute. Poh, wirklich ein kleiner Spielfilm. Aber jetzt sind wir aktuell. Hoffe ich. My name is Tony Busby. I'm a lawyer here in Houston. The conduct we will describe today occurred over more than 20 years. There are many people and many entities involved. Die Schlagzeilen über Diddy häufen sich von Tag zu Tag, sodass ich mittlerweile fast keine normalen Dokumentationen mehr mache. Doch die neuesten Ereignisse sind so verrückt, dass ich sogar die Nacht durchmache, um euch davon zu berichten. Also lasst uns gar keine Zeit verlieren und direkt eintauchen. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren und viel Spaß mit dem Video. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us, people claiming to have been victimized by Sean Combs. Gestern hielt ein Anwalt namens Tony Busby eine Pressekonferenz in Houston ab und gab bekannt, dass sich über 3,000 Personen bei ihm gemeldet haben, die Diddy anklagen wollen. Er vertritt nun 120 Geschädigte vor Gericht, darunter mindestens 25, die unter 21 sind. Außerdem offenbarte er einige Anschuldigungen und stellte klar, dass es sich nicht um eine Sammelklage handeln wird, sondern um 120 individuelle Anklagen. Wow. Und diese Anklagen sind so schwerwiegend, dass ich sie wieder mal nur zensiert wiedergeben kann, um auf YouTube konform zu bleiben. Aber ich glaube, jeder von euch kann zwischen den Zeilen lesen. To the extent the clients feel comfortable, we also intend to make these individuals available to the authorities, specifically to the FBI. And you should also know a few of them have already been spoken to by the FBI. Der Mann, den ihr gerade gesehen habt, ist der eben erwähnte Anwalt Tony Busby, ein prominenter Anwalt in Hollywood, der bereits zahlreiche Stars wie beispielsweise Travis Scott oder Chris Brown verklagt hat. In seiner Pressekonferenz enthüllte Busby einige der Anklagen und erzählte, wie die sogenannten Diddy-Partys angeblich abgelaufen sein sollen und dass die Übergriffe meist bei den berüchtigten White-Partys oder bei irgendwelchen Auditions stattfanden. Laut seinen Aussagen fanden die meisten dieser Vorfälle in New York City, Miami und Kalifornien statt, wo Diddy seine Wohnsitze hat, und die betroffenen Personen würden bald ihre Geschichte erzählen. The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. Of course, I already know who some of these individuals are. Er erzählte außerdem, dass seine Mandanten nicht nur von Diddy, sondern auch von dessen Umfeld und anderen mächtigen Personen belästigt und ausgebeutet wurden.
Er nannte jedoch keine Namen und gab bekannt, dass er die wichtigsten Namen zu gegebener Zeit bekannt geben werde. You should know, in this group, it is evenly divided between males and females. There are 60 males and 60 females. Alter, wie viele Leute da drinne stecken, gell? Wie viele Leute da mit drinne stecken? Boah. Ich bin total verblüfft, ich bin total baff, ich sag euch ehrlich. Joined us to pursue these claims as plaintiffs. Tony Busby teilte sogar die ethnischen Zusammensetzungen der Betroffenen mit. Er sagte, dass die Mehrheit mit 60% Afroamerikaner waren, etwa 20% waren weiß und der Rest waren lateinamerikanisch. When you talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. In Bezug zu den unter 21-Jährigen berichtete er, dass der jüngste Kläger angeblich ein 9-jähriger Junge war, während zwei weitere Kläger zum Zeitpunkt der Vorfälle 14 und 15 Jahre alt waren. Er erwähnte auch, dass diese Vorfälle unter anderem bei Auditions stattfanden und dass die geschädigten Frauen übereinstimmend berichten, dass ihnen etwas in den Drink getan wurde. Wenn sie sich weigerten, diesen Drink zu konsumieren, wurden sie sofort von der Party verwiesen. Laut seinen Aussagen suchte sogar eine Geschädigte nach einer Didi-Party ärztliche Hilfe. Und in ihrem Körper wurden Beruhigungsmittel für Pferde gefunden. Für Pferde. Wow. Unglaublich, Digga. Typically the victim is lured into a situation where he or she... Könnt ihr euch schon vorstellen, ne? Für Pferde. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange die Leute weggetreten sind. Und das sehr, sehr gefährlich ist für die Menschen. He's given a drink. Typically that drink... reported by these victims is apparently laced with something. Laut Busby berichten die meisten Kläger, dass sie irgendwann Drinks in die Hand gedrückt bekommen haben, in denen irgendetwas war, während sie mit Diddy feierten. Eine Frau berichtete beispielsweise, dass sie am Flughafen von Diddy und seinen Leuten abgeholt wurde, einen Drink angeboten bekam und sich danach an nichts mehr erinnerte, bis sie letztendlich neben Diddy aufwachte. Genau dasselbe soll sogar einer schwangeren Frau passiert sein. Now, although most of the victims who have stepped forward were victimized after 2015, muss immer wieder, ja, das hören wir uns alles an, das sind so viele Informationen auf einmal, gell? Das kann man gar nicht so alles verarbeiten und so raffen und behalten. Versteht ihr, was ich meine? Das sind so viele krasse Sachen. Wir können Menschen nur so ekelhaft sein. Ich werde es nie begreifen. This has been going on for a very long time. Obwohl diese ganzen Anschuldigungen bereits sehr schwerwiegend sind, sind die härtesten Anklagen natürlich die Vorfälle mit dem jüngsten Kläger. Denn angeblich nahm er bei einem Vorsprechen für Bad Boy Records teil, bis Diddy ihn von seinen Eltern trennte und in einen separaten Raum brachte, wo er dann mit anderen Anwesenden übergriffig geworden sein soll. Ein weiterer Jugendlicher berichtete, dass Diddy ihm sagte, er könnte ein Star werden und dass er sich privat mit ihm treffen wolle. Genau diese Masche, denke ich, hat er die ganze Zeit getrieben, ne? Mit, du kannst ein Star werden, aber... Dann kommt das große Aber. Dafür musst du bereit sein, ein paar Dinge zu tun und über dich ergehen zu lassen. Denn einfach so kommst du da nicht rein. Was denkst du denn, wie es in Hollywood ist? So ungefähr könnte ich mir diesen Talk vorstellen. Und dann zählt er die ganzen erfolgreichen Leute auf, die er rausgebracht hat und bei denen es nicht anders ist. Uff. Bei diesem Treffen soll er erneut aufdringlich gewesen sein. We check venues, we check dates. We want to corroborate that the claims being made have legitimacy and merit. If you wonder why there are so many alleged victims, that's your answer. We're talking about more than 25 years of this type of conduct. Während der Pressekonferenz erklärte Busby abschließend, dass, wie bereits zu Beginn erwähnt, jeder Fall individuelle Anklagen umfasst. Somit hat Diddy nun 120 neue Anklagen auf dem Tisch. Und diese Anklagen sollen innerhalb der nächsten 30 Tage eingereicht werden, sodass dieser Monat sehr turbulent für Diddy sein wird. Er hat mittlerweile die besten Anwälte aus Hollywood engagiert, die zum dritten Mal eine Kaution von 50 Millionen Dollar beantragt haben, die der Richter bis jetzt jedes Mal abgelehnt hat. Ich denke, das wird dieses Mal hoffentlich ein Ende nehmen und die Wahrheit, auch wenn es nur teilweise ist, rauskommen. Offensichtlich scheint ihm dieses Mal weder seine hunderten Millionen Dollar noch seine guten Kontakte in Hollywood zu helfen. As we speak here, there are a myriad of people who are very nervous. You can't hide skeletons in the closet forever. Ich will mir nicht vorstellen, was in Hubs mit denen da gemacht wird, gell? Was die mit denen, Bruder, anstellen da. Eieiei. I expect there are many people out there right now who are desperately searching their memories as they delete their texts and data. Nachdem wir uns nun die neuen Anklagen angeschaut haben, werde ich das Gefühl nicht los, dass sich die ganze Sache in Zukunft auf drei Wegen entwickeln könnte.
Entweder ist der Großteil der Anklagen wahr und dann wird Diddy zu Recht ein Leben lang in Haft sitzen. Oder es stellt sich heraus, dass der Großteil der Kläger gelogen haben und nur auf das schnelle Geld aus sind. Aber ich habe noch eine dritte Theorie. Denn die enorme Anzahl von über 3000 Personen könnte auch ein strategischer Schachzug von Diddys Anwälten sein. Denn wenn tausende Menschen Diddy anklagen und erfundene Geschichten erzählen, könnte es doch am Ende so wirken, als wäre das Ganze eine Riesenverschwörung. Das kann natürlich auch sein. Die sind raffiniert bis zum geht nicht mehr, Leute. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Da muss man sich nichts vormachen. Ne? Man kann nur hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und auch bleibt. Und das auch für wahrgenommen wird. Und dass da ehrliche Menschen handeln und diese Menschen vor der Öffentlichkeit, auch wenn noch viele andere da draußen sind, die deutlich schlimmer sind eventuell, dass die einfach weggesperrt werden. Für immer. Um nur an Diddys Geld zu kommen. Naja, vielleicht habe ich auch zu viel Law and Order geschaut. Doch es ist doch mehr als auffällig, dass nun so viele Menschen auf einmal... Aber die sind nicht dumm, die wissen ganz genau, bei so öffentlichen Personen wittern natürlich die Leute den ein oder anderen Dollar. Das heißt, die werden sich auf jeden Fall da melden. Das ist bei vielen anderen Sachen auch schon passiert, wenn irgendwas in eine Belohnung da ausgestellt wurde. Leute sollen sich melden, dann rufen die an und versuchen ihr Glück. Das ist nichts Neues. Aber wenn hier ganz klar Beweise sind, ne, wie bei Cassie und so weiter, dann hat er ganz, ganz schlechte Karten. Aber ich denke, das reicht jetzt schon aus, ne? Das reicht jetzt schon aus, wenn ein paar Leute, glaubwürdige Leute auspacken, dass der weg ist, weg vom Fenster ist. Klage gegen Diddy einreichen, obwohl seine Taten seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis sind. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird und werde natürlich weiterhin für euch dran. Ich sag's mal so, Leute, gell? Wie wir ja wissen, macht 50 Cent so eine Doku. Und ich sag euch ganz ehrlich, 50 Cent ist kein Dummkopf. Wenn der eine Doku macht, Leute, mit Netflix zusammen, dann wird er wahrscheinlich mehr wissen als wir. Und ich denke, da wird schon der Groschen gefallen sein. Ich denke, da wird schon es bekannt sein, dass der weg vom Fenster ist. Ich glaube, der würde das nicht wagen, das zu machen, wenn er nochmal rauskommt. Versteht ihr, was ich meine? So, warum soll er sich mit denen unnötig anlegen, wenn es nicht eventuell schon beschlossen ist? Das ist nur eine Theorie. Dranbleiben. Doch am Ende interessiert mich, wie immer, eure Meinung. Mich auch brennend. Dankeschön für das Video, dankeschön für alle Videos hier von der TikTokerin und von Ben Bugatti. Schreibt das sehr gerne in die Kommentare, Leute. Vergesst nicht, diesen Kanal zu liken, kommentieren und zu abonnieren. Ihr seid die Allerbesten. Yalla, bis zum nächsten Video. Ach, das habe ich noch eingeblendet. Yalla, ciao, ciao, ciao.